Also einer der Punkte, die mich natürlich auch gereizt haben, da bei Berlin Falling mitzuspielen, war die Möglichkeit, in einem kleinen Film mitzuspielen, der wirklich große Freiheiten hat. Also Ken hat die Möglichkeit gehabt, als Regisseur, Produzent, am Buch hat er auch mitgeschrieben, wirklich seine Vision in der Geschichte umzusetzen. Und ich glaube, sowas muss es in Deutschland viel mehr geben. Es ist wichtig, dass man Kreativen vertraut und sie wirklich machen lässt. Nur so kann man eigentlich Ergebnisse bekommen, die einzigartig sind und speziell und auch die neue Wege gehen. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Ich stehe meinen Mund an. Richtige Ketchup-Schnitte hast du ja. Also so eine Rolle wie Andreas zu spielen, ist natürlich ein Geschenk für einen Schauspieler. Du hast selten die Möglichkeit, so eine absolute Hauptrolle zu spielen, die so facettenreich ist und auch sehr unterschiedlich. Also der hat ja, ich weiß nicht, Split Personality, also der spielt ja unterschiedliche Persönlichkeiten in einem Film. Und das ist natürlich großartig, also wenn man gern Schauspieler ist. Ach, so einer bist du also. Berlin Falling ist ja ein Thriller und da gibt es ja nicht so viele davon in Deutschland in den letzten Jahren. Und von daher finde ich das toll, dass es solche Genrefilme jetzt gibt und dass Leute auch den Mut haben, solche Geschichten zu erzählen. Und unabhängig davon soll es, glaube ich, einfach nur Spaß machen und gut unterhalten.